Die letzten Sonnenstrahlen genießen Peter Brück und Ehefrau Katharina Filsmeier in ihrem Garten in Trudering. Quasi die Ruhe vor dem Sturm. Denn rund 35 Meter entfernt vom Grundstück der beiden Rentner rattern schon jetzt alle 20 Minuten Güterzüge vorbei. Der Bahnverkehr wird mit dem geplanten Ausbau an der Truderinger und Dagelfinger Kurve zunehmen und auch lauter werden. Wir haben einfach Angst, dass wir uns hier im Garten nicht mehr aufhalten können. Wenn dann quasi sehr viel mehr Züge hier vorbeifahren mit 100 Stundenkilometern, können wir nachts die Fenster nicht mehr aufmachen und wir können auch hier im Garten uns nicht mehr wahrscheinlich unterhalten. Um die Lärmentwicklung im Zaum zu halten, haben die beiden Truderinger mit ihrer Anwohnerinitiative der Bahn verschiedene Varianten für den Trassenausbau vorgeschlagen. Bislang mit wenig Erfolg. Wir haben keinen Dialog erfahren. Wir haben ihn von uns immer wieder angeboten. Wir wurden informiert, aber nicht über alles. Und seit November hat man mit uns nicht mehr gesprochen. Man hat zwar Mails beantwortet, aber nicht die Fragen, die dort gestellt wurden. Dabei sei es im Interesse der Bahn, die Bürger beim Ausbau mit einzubeziehen, sagt Susanne Müller, die Projektleiterin, auch wenn sie Versäumnisse einräumt. Es ist korrekt, dass jetzt in dem letzten Jahr der Austausch etwas weniger war, da wir da auch vertieft in der Planung waren mit unseren Planungsbüros, mit unserem Projektteam. Und eben jetzt die Informationen wieder verstärken, da uns die Ergebnisse jetzt vorliegen. Die Bahn besteht weiter auf ihrer Variante hier in Gelb. Dadurch sollen Züge statt mit 30 künftig mit 100 Stundenkilometern am Haus der beiden Rentner vorbeidonnern. Deswegen wollen die Anwohner mehr Abstand zu ihrer Siedlung. Vor allem hier an der Thomas-Hauser-Straße sieht Familie Brück-Filsmeier großen Nachholbedarf. Nach unserem Verständnis der Pläne kommen hier nach der Mauer noch einmal zwei Gleise hin, sodass eine weitere Lärmschutzmauer auf ca. 6,50 Meter an die vordere und hier vielleicht 8,50 Meter kommt. Deswegen hat die Bahn ihren Trassenplan nachträglich anwohnerverträglich angepasst. Wir versuchen das Ganze jetzt eben um eine Gleisachse weiter nach Norden zu verschieben, um die Reihenhäuser hier an der Thomashauser Straße noch weiter zu entlasten. Nur ein kleiner Teilerfolg. Bevor die Trasse ab dem Jahr 2026 gebaut werden soll, hoffen die Anwohner künftig auf mehr Gehör bei der Bahn.